So, weiter geht's. Fast gleiche Posi. Stage Diver ist dran. Was war dein peinlichstes Erlebnis, als ich Ausbildung gemacht habe? Ewig her. Jeder hat sich geduzt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Jeder hat sich geduzt. Dann war die in der Haustechnik und die, so ein Typ aus der Werkstatt. Die haben miteinander gequatscht. Ich habe mit denen noch kein Wort gewechselt am zweiten Tag. Und dann sag ich so, hey ihr beiden, ich sag, in welchem Bereich bist du denn zum Beispiel? Wenn du mich doch einmal duzt, ich bin für dich Frau Üt. Oh, voll ins Fettnäpfchen getreten. Oder, ja, meine Nichte zum Beispiel studiert Lehramt, auch Religion. Und ich habe vor versammelter Mannschaft gesagt, Religion braucht kein Mensch. Ich habe nicht falsch verstehen, bitte. Jeder darf die Religion leben, die er möchte. Völlig egal, in welche Richtung es geht, auch wenn du nicht gläubig bist, alles in Ordnung. Ich meinte das nur so, in der Schule war Religion für mich so, ja, schön Bibel, Martin Luther, das und das, schön und gut, aber das juckt mich jetzt eigentlich nicht so. Also klar, so ein bisschen grob die Richtung ist ja nicht verkehrt, aber ich fand andere Sachen wichtiger. Also zumindest Religion unterrichten ja, aber vielleicht nicht ganz so extrem. Und da bin ich auch in Fettnäpfchen gestoßen. Was war dein größter Fehler in deinem Leben? Schlecht sein in der Schule. Also ich würde nie, ich sehe das nicht, das Leben nicht als richtig oder falsch ein, weil ich wäre nicht so gewesen und ich würde jetzt nicht hier so sitzen, wenn ich nie Fehler gemacht hätte. Dennoch würde ich sagen, dass die Entscheidung, dass ich in der Schule sehr schlecht war, ich meine, ich habe Realschule, Deutsch 4, Englisch 4, Mathe 5, 10. Klasse Realschule, Abschlusszeugnis, ja moin, weißt du Bescheid, was habe ich gelernt, kaufen im Einzelhandel mit 1,6 bestanden, also mein Englisch ist nicht so toll und das war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung. Pilz oder Weißbier, gar nichts davon, aber wenn dann eher, glaube ich, das normale Bier. Hast du ein Lieblingsspiel? Das kann ich nicht beantworten, es gibt nicht nur eins, also jetzt gerade ist es ja mehr Formel 1, sag ich mal so ein bisschen. Last of Us und Red Dead haben richtig viel Liebe gegeben. Ich war sehr emotional, auch Heavy Rain jetzt. Kannst du so nicht beantworten. Was sind deine Ziele für die nahe Zukunft? Eigentlich hatte ich welche, aber ich möchte ehrlich gesagt erstmal gesund bleiben, weil die Fallzahlen, was naja, Corinna angeht, werden ja doch leider wieder mehr. Und wer den Vlog geguckt hat von meiner Oma, weiß, dass das Verhältnis sehr groß ist und sie schon gefährdet ist. Und ich möchte auf jeden Fall, dass wir alle gesund bleiben, auch dass du gesund bleibst, dass ihr gesund bleibt. Und ein nahes Ziel, regelmäßig zum Fitnessstudio gehen, was ich bisher aber jetzt schon wieder geschafft habe, und das mit Twitch weiter ausbauen. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ja. Stage, vielen lieben Dank für deine Fragen, auch wenn das jetzt wieder mehr als 60 Sekunden war. What the... Stell gerne nochmal Fragen, also jeder von euch, egal wer, wenn ihr Fragen habt, joint den Discord-Server, da gibt es einen Channel, fragt doch mal den Invite Master und ja, da einfach die Fragen stellen und dann werde ich sie beantworten. Let's go, Dankeschön.